Herzlich willkommen. Hier sind wieder die bescheuerten Kinder aus dem Osten, die beim DayZ spielen. Wir sind heute, beim DayZ spielen, okay, lassen wir jetzt so. Wir sind heute unterwegs mit dem Higgs, der seine neue Lieblingstaste gefunden hat. Und mit dem Dynamite, der hier irgendwas im Busch vermutet. Ja, genau. Wie gewöhnlich bei DayZ, die Paranoia läuft mit. Wir, meine Freunde, haben eine Mission zu erfüllen. Und zwar, nach dem neuen Update 0.47 können wir jetzt Bandana aneinander knoten zu einer richtigen Maske, ja? So wie die Cowboys das früher getragen haben. Und, ja, sehr schön. Warum hast du eigentlich keine Mütze auf? Du hast doch mal so eine schöne Mütze gehabt. Hier, ich hatte auch so eine schöne. Wie meinst du? Hier. Ja, die ist geil, oder? Die sieht schon ein bisschen geil aus, ja. Neue Piloten-Chapka. Werde jetzt aufbehalten, ja, dass das klar ist. Das klar ist, ja. So, und ich würde sagen, da der Server relativ gut voll ist, gehen wir mal aufs Airfield. Da hatten wir bis jetzt immer Pech, also Kinder. Immer darauf, genau sieht's aus. So. Weit ist ja nicht. Wer führt an? Ich nicht. Ich bin im Hintergrund. Das Coole ist, wir haben keine Nahkampf, wirklich, also keine wirkliche Nahkampfwaffe. Okay, wir müssen hier total auf Distanz gehen, deswegen kommen wir hier mal hier hinten lang. Was hast du für eine Waffe, Mosin? Ich hab nur Mosin, ja, mit einem Long-Range. Sensationell, also bin ich wahrscheinlich der schnellste Schütze hier von allen. Mit der SKS. Ja, genau. Das heißt, du machst den Nahkampf heute. Ja, genau. Das liebe ich doch. Immer an vorderster Front. Ich würde sagen, wir gehen hier über den kleinen Hügel hier, am Ende der Rollbahn. Rechts, links? Rechts hier. Mir nach! Okay. Ja, du hast ja diesen komischen Russenhut auf. Genau. Der mit dem bescheuerten Hut rennt immer vorne. So hatten wir das mal ausgemacht. So steht in euren Verträgen, Freunde. Ich höre einen Zombie. Zombie höre ich schon die ganze Zeit irgendwie. I feel damp. Das backt hier, das backt. Oh. Ey, ist bei dir eine Feuerwehr oder irgendwas? Hm? Echt, hast du das gehört? Ja. Aber nur ganz kurz. Das ist cool. Brennt dein Haus. Es brennt dein Rechner. Ich hab gesagt, die sollen nur den Router und den Rechner löschen. Der Rest darf kontrolliert runterbrennen. Genau, und den Sessel vielleicht noch. Ja, denn der ist neu. Ja, ich hab nämlich einen frischen Stuhl. Sensationell. Mit Massagefunktion? Ganz ehrlich gesagt, er sitzt sich total beschissen. Echt? Wir laufen schon recht krass über das offene Feld hier, finde ich gut. Also immer das Risiko im Auge hier. 2, 1, Risiko. Ja, wie wollen wir verbleiben? Na, wir verbleiben, dass wir jetzt erstmal hier langlaufen. Okay, und ich mag es ja immer, wenn ich eigentlich an der Mauer langlaufe. Also nicht an der Mauer, sondern etwas in den Wald. Na, können wir machen. Aber wir können natürlich auch vorne rumlaufen. Bitte gerne, ich meine, ihr seid ja gerade nach vorne gelaufen. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, das würdet lieber als eine Feststellung handhaben. Ah ja. So. Ich guck mal den Knast drüben ab hier. Mhm. Keiner zu sehen. An der Baracke. Keiner zu sehen. So. Ja, atme tief, die Luft ist selten, genau. So selten hier. Wir sind recht runter in den Wald rein. Siehst du mich? Ja, genau, und ich bin mutig. Ist der mutig? Ist ach ne, guck mal. Schaut euch an. Der Higgs, der steht ganz vorne. Mit dem Fernglas. Meinst du, das Fernglas ist, macht dich kugelsicher? Nur so? Jo. Jo, okay. Würdest du für ihn schießen, der ein Fernglas in der Hand hat? Definitiv. Nein. Also ich nicht. So, ich lauf mal zur Mauer. Oh. Wir haben uns ja eine Mauer, nee, aber ich denke auch, dass das klüger ist. Nur ich glaube, das ist so eine falsche Sicherheit, diese Mauer, weil uns kann ja trotzdem noch immer einer in den Rücken fallen. Ja, das kann immer passieren. Das kann überall passieren, glaube ich. Aber ich erinnere mich an so einen Vorfall, wo wir das mal ganz geschickt ausnutzen konnten, dass ein paar Banditen auf dem scheiß, auf der scheiß Feuerwehr oben drauf lagen, ne, auf dem Turm. Ja, ich erinnere mich leicht, ja. Haben wir sie erschossen? Naja, man hätte cleverer runterspielen können, sag ich so. Unsere Kanoniere, Steven Caputo, Noack und hat gerade erschossen. Und Isoband, Ondruil.
Das beruhige ich mal kurz, es hat auf jeden Fall jemand geschossen. Ja, rechts nicht. Nein, links. Okay. Hast du jetzt Schiss? So ein bisschen? Nee, ich wollte euch bloß darauf hinweisen. So. Wo seid ihr? Seid ihr reingelaufen? Sehr nett. Nein, wir sind direkt an der Mauer, an der Fichte. Hä? Oder vielleicht ist es doch eine Nordmann-Tanne, ich weiß es gerade nicht. Bin ich gerade vorbeigelaufen bei euch? Das kann gut sein. Warte. Ach, ihr seid drinnen. Ja. Hab ich gerade gesagt. Ich hab gefragt, ob ihr drinnen seid. Nein, das sind wir nicht. Na, und daraufhin sind wir nach draußen gegangen, weil wir dich nicht alleine lassen wollten. Gut, wir gehen drin. Ich bin ja bis... Wir gehen drin. Also ich laufe ein bisschen in den Wald rein. Komm mit. Ralle checkt über der Mauer oder was? Ich guck grad mal hier lang. Ich guck mal hier lang. Und wie Sie sehen. Erstmal noch nichts. Sehen Sie nichts. Ihr seid schon, wie weit seid ihr schon? Ein Stückchen weiter vor. Ich laufe mal kurz vor, dass du weißt. Siehst du? Ja, ich sehe dich. Kannst du wieder rennen? Ich bin jetzt auch im Wald. Ich muss schon sagen, Hicks sein Rucksack der Marke Eastpak anscheinend. Schon sehr auffällig. Ach, ich brauche nur ein Stück Seil. Wer ist denn da? Wer trinkt denn da? Ja, auf dem Bugs hier. Ja, geht schon wieder los. Ich höre Äste brechen, Jungs. Steve? Ich bin jetzt mal hoch. Achso, da bist du, okay. Ich würde gerne mal über die Mauer gucken. Also ganz ehrlich, ich glaube, man könnte gerade eine Stecknadel fallen hören. Ja. Alter, hat mein Rechner Spack gerade rum. Wo seid ihr? Mauer? Ja. Ich bin an der Mauer, an so einer Lücke. Mut zur Lücke, Ralle. Mut zur Lücke, so sieht's aus. Auf jeden Fall liegt vor mir jetzt eine Leiche. Ein komplett ausgerüsteter. Das heißt... Hier war Action! Ich sag, der ist beim Einloggen einfach gestorben. Meinst du? Bist du sicher? Aber nicht auf der Position, da lockt doch keiner aus. Und, wo liegt denn die Leiche? Eben weiter und dann um die Ecke gucken. Okay. Boni, bist du im Wald? Hicks, meine ich, bist du hinten im Wald? Nein. Nein, wir sind alle zusammen. Da lief einer, dreh dich um, Toni. Oh ja, da ist ein Zombie. Wo denn? Umdrehen? Umdrehen, andere Richtung. Hier? So wie ich gucke. Links von uns, geht mal hinter der Mauer wieder. Da läuft ein Zombie hin. Ja. So, Feuerwehr, jetzt steht da. Seht ihr den zwischen Hangar und Schuppen? Ja, ja. Scheint irgendwo an der Feuerwehr zu sein. Ja, aber ein bisschen weiter rechts, ne? Nicht genau auf der Feuerwehr. Ja. War das also der Zombie, den ich da im Wald gesehen habe? Wahrscheinlich. Ich will jetzt auch nicht unbedingt zur Leiche gehen, weil das ist immer so ein gefundenes Fressen. Ja, hier stehen bleiben ist doof. Also entweder gehen wir rechts im Wald weiter oder wir gehen hier mal hinter den Hangar. Ich bin jetzt erstmal hinter der... bei dem Bäumchen da. Ja. Und ich würde mal zum... Warte mal, ich prüfe mal kurz, ob der in den... Dings steht im Tower. Dralle, bleibst du hier? Ich geh mal hinter den Hangar. Nee, ich geh auch weiter. Das ist mir zu blöde. Okay, Tower sieht erstmal jetzt mal näher, aus. Näher ruf. Ja, relativ sicher. Ich laufe jetzt mal kurz vor zur ersten Haus da. Dürftet ihr sehen? Ja, bin hinterm Hangar. Ja. Okay.
Ralle? Hm? Du, sein, wo? Na, ich steh jetzt da, wo du vorhin an der Lücke gestanden hast. Alles klar. Wo ist der Bob? Also Feuerwehr ist zu, der Hintereingang. Ja, und der ist eigentlich immer offen, oder? Mhm. Ja. Also muss er im Turm sein. Ja, muss er ja nicht. Hm. Boah, da oh, Tür... die Tür geht auf, da kommt einer raus. Hinten, ja? Ja. Ich habe gesehen, er kommt zu dir. Deine Richtung? Jetzt sind zwei. Scheiße. Den habe ich getroffen. Ihn habe ich. Lauf der andere ist umgefallen, glaube ich. Der liegt hinter so einem Schuppen. Ja, ihn habe ich. Ach, den hast du. Ihn habe ich. Der ist jetzt genau hier rechts, ne? Na da, wo du bist gerade an dem vorbei. Ja, ich habe den erschossen, Mann. Oder du hast ihn erschossen. Einer schießt auf mich. Von wo? Wo ist denn der zweite hin, Ralle? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Mann, lauf doch. Der muss da noch sein. Ich habe den nicht durchlaufen sehen. Ja, der muss irgendwo noch sein. Der ist oben. Oh ja, gesehen. Oben. Happen. Hast du ihn? Sehr gut. Schön, der blutet. War das der zweite oder sind die zu zweit rausgekommen? Der lebt wieder. Der ist runtergefallen. Die Waffe liegt da. Okay. Nee, hier muss noch einer sein. Jetzt sind zwei da lang gelaufen. Oder ist Toni ihm entgegengegangen? Wo lang jetzt? Na, an den Schuppen da lang, vor dir. Warte mal, ich bin hier hinten am Schuppen. Ja. Hinten am Schuppen bin ich. Da kommt ein Zombie raus. Ich erschieß meinen Zombie. Ich lade. Oh, oder auch nicht. Wer ist denn jetzt an den Schuppen hier? Na, Ecke, gegenüber. Also schieß meinen Zombie bitte. Muss erstmal laden. Ist denn ernst? Gut, Jungs, wir bewegen uns? Fragezeichen. Na, da war noch einer. Ich weiß nicht, ob der jetzt. Der war bloß ohnmächtig, glaube ich. Ich müsste auch mal nach. Ich muss mal schnell nachladen, warte mal. Zweiter Eingang und dann gucke mal rechts rein. Zweiter Eingang bei der Schuppen hier. Der liegt da ja. Ja, schieß nochmal drauf. Der wird bewusstlos sein. Nee, die Waffen liegen rum. Was, die Waffen liegen rum? Ja. Dann ist er tot. Schöne Hosen. Okay, zwei Stück. Wer schießt jetzt? Na, ich wartet. Zwei Stück hätte ich jetzt hier. Einer liegt. Ja, das ist richtig. Ja? Wo sind denn zwei? Na, einer müsste oben auf dem Dach liegen, ne? Ne, es waren zwei unten, definitiv. Ja, und der zweite liegt hier rechts oben in der Ecke. Guck mal. Ja, den haben wir. Hast du. Gut, ich hab eine AKM, die nehme ich mir mal. Ja, sehr gut. Aber irgendwie... Ruiniert? Ne. Warum geht nicht? Wenn ihr fertig seid mit Looten, verstecken die Leiche, ne? Hier schießt noch einer? Ja, ich bin bewusstlos. Echt? Hm? Ich hab nicht mal einen Schuss gehört. Ich hab's gehört. Ich weiß auch nicht wo. Wo liegst du denn? Ja, ich hab vor euch gestanden looten. Shit. Dann ist der oben noch. Dann lebt der oben noch. Ja, der ist doch runtergefallen, die Leiche. Die ist doch vom Dach gefallen. Na gut, irgendwo muss er sein. Ich versuche mal noch zu locken. Vielleicht schießt er auf mich. Ich lebe wieder. Ja. Ja, hau ab, alle. Aber tatsächlich auch nicht wie ein Schlag, nicht wie ja, ein Schlag. Er schießt einer? Ja. Schießt einer? Ich hab ihn gesehen. Aus dem Was? Wo? Wiss ich nicht. Ich bin hinter der Mauer jetzt wieder. Ich bin auch hinter der Mauer. Toni, Update? Ich bin noch bei der Leiche. Da rennt einer an der Mauer lang. Ja, genau. Hab ich gesehen. Und der hat mich getroffen. Der muss mich getroffen haben. Oh, ich glaube, der kommt zu mir. In der Mauer wäre ich sicher gewesen. Ich bin nur bewusstlos, nicht tot. Wer schießt? Ich gewartet. Okay. Hebst du wieder alle? Lauf.
Alter. Scheiße, die AMAKs. Ja, wir müssen weg, wir müssen weg. Wieder zurück, oder? Ja, wir laufen erstmal Richtung da, wo wir hergekommen sind. Ganz, ganz hinten. Und einfach mal einen Zickler laufen. Das geht gar nicht. Okay. Wir sind jetzt so... Ich hätte den jetzt gerne gelootet, aber... Ja. Geht irgendwie nicht. Höhe, zweiter Hangar sind wir jetzt. Und laufen... Ja, bin hinter euch. Drinnen. Zickzack laufen, ja? Ich sehe gar nichts, also. Bist du grau? Ich bin... Todgrau. Ich war gerade das zweite Mal hintereinander bewusstlos, also. Ja. Okay, Ralle, dann lass uns mal ja, irgendwo verstecken gehen. Hm, Action, geil! Geil! Leute, das ist doch mal wieder geil! Das ist es! Und ich glaube, ich habe den Typen gerade nicht getroffen, Alter. 3 Schuss raufgehämmert. Scheiße, hier ist ein Zaun, den habe ich nicht gesehen. Jetzt. Ein Zombie? Ich muss mal kurz Grafik scharf stellen hier. Scharf. So. Leute, wir stellen hier eine Falle, würde ich sagen. Wir laufen erstmal ein Stück, ne? Und wollen wir dann mal links bei der Mauer raus? Ja, ja, das passt jetzt hier, glaube ich. Muss kurz mal gucken, kaputt, kaputt, kaputt. Okay. Wo seid ihr? Hier, okay, links, links. Wo ist Ralle? Ralle habe ich verloren. Ich bin schon an der Straße vorne. An der Straße? Straße? Nee, ich guck hier jetzt. Beim, das ist so ein Wachturm, da ist ein blaues Tor. Ach so, okay. Dann lass mal richtig rauslaufen hier irgendwo im Wald, ein Stück. Ralle, wir sind jetzt beim Tor. Hier, ja, habe ich gesehen. Links, okay. Ja, wir rennen hier noch ein paar Meter, die kommen jetzt eh nicht hinterher. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal das Waldstück. Genau. Also nochmal den gleichen Weg von vorhin. Genau. Die waren ja in dem anderen Waldstück da. Da ist ja noch eine Lichtung zwischen. Genau. Auf jeden Fall waren es mehrere, das wissen wir schon mal. Ja. Die nicht schießen können. Gott sei Dank. Ja, AKs halt, das ist schwer genug. Die hatten bestimmt jetzt Scope drauf, die Noobs. Ich hatte auch drauf. Na, hättest du mal abgenommen, ist wirklich ja. So. Wie weit waren das? Was schätzen? Ich hab die ja nicht gesehen. Ich hab auch vergessen, auf 50 Meter einzustellen, ich Idiot. Ja, ich hab's nur hageln gehört. Ich glaub, hier hinten reicht, wa? Ja, na, so hinter der Tanne, so zwischen zwei Tannen oder so, wäre ganz gut. Also. Guck mal, hier ist doch gut. Genau. Machen wir es mal noch hier hinter? Hier hinter? Hier hinter? Oder? Steht noch nicht hinter? Naja, so dass wir uns sehen, weil wenn wir jetzt drinnen was rausdroppen, dann kriegen wir das nicht mehr, wenn wir das in die Tanne reindroppen. Da habe ich schon mal meine Waffen verloren. So, ich muss kurz gucken, was alle hier. Die haben mir in der Weste geschossen, die Idioten. Die Idioten! Ich fix sie alle. Piep! Hier ist noch eine gute Hose. Nee, die haben mich nicht in der Hose getroffen. Nur Weste ist kaputt. Also, gut weggekommen. Ich hab nicht mehr geblutet, wa? Ja. Oder ist das jetzt nicht mehr? Ey? Dass man nicht mehr blutet? Genau. Nicht. Oder ist die Black High Capacity West bulletproof? Kann natürlich sein, ja. Was macht er denn jetzt hier? Wie lange trinkt denn der die Flasche, Alter? Ja, das backt gerade. So. Irgendwie geht das gerade nicht, ne? Nee. Mit dem Trinken. Konisch. Meinst du, die haben zusammengehört? Kann gut möglich sein. Wir wissen es nicht. Wir werden das herausfinden. Du hast die AK, ne? Genommen? Nee, ging nicht. Ging nicht. Schade. Wieso ging nicht? Wisst ihr nicht. Du hast ja irgendwann erzählt, dass ein paar Mal hin und her. Nee, konntest du nicht aufnehmen, war die ganze Zeit rot.
Naja. Trink doch mal die Pepsi jetzt hier, komm. Warte mal, jetzt trinkt er. Drink All macht, hat er irgendwie nicht gemacht. Ja, die Pepsi trinkt er wenigstens. Jetzt ja. Salinbeck? Oh, wisst ich nicht. Glaube ich, würde ich mir lieber für schlechtere Zeiten aufheben. Ist nicht schlecht die Zeit gerade bei dir? Meinst du, die kommen? Sind sie? Wiss ich nicht. Was ist denn jetzt hier so? Na, Farbe ist grau, was ihr sagt. Ja, ach, naja. Ja, nicht das erste Mal. Nee, Toni, schieß ihn das mal rein. So nicht, Junge. Also ich hab nur eins. Ich hab keins. Ja, ich schieße jetzt rein. Ich trinke doch schnell. Das geht nicht. 0%. Ja, genau. Füll um. So, wo ist er hier? Hier ist er. Hinter you. GIF. Ich check erstmal den Puls, Junge. Aha. GIF Salimek. Jawohl, da geht das mal los, ne? In Farbe und bunt. Ne, da braucht er jetzt noch Blutbrauch noch, dann kriegt er wieder Farbe. Ja, aber ich selber, aber ich hab hier Bildet gespielt und das läuft jetzt so. Dann machen. Was machen wir jetzt? Munition, Status, gut. Auch noch 5 drinne, alles gut. So, wir hatten jetzt ein SKS. Okay. Boni, wa? Warte, ich geb dir mal was. Oder hast du hier noch? Du kannst durchgehen. Ist immer gut. Es kann einfach nicht schaden. Hier in die Ammo-Box, ja? Jo. Da sind so Nuller-Stacks drin. Echt? Nö, bei mir nicht. Gut. So Jungs, wollen wir zum Vergeltungsschlag aus? Absolut. Also ich bin voll drauf. Bin noch draufer als drauf. Ja, gucken, ob die sich nicht verpullert haben, wa? Meinst du nicht, die sind hinterher? Also wenigstens so ein Stücke? Wir haben ja gesehen, dass wir Fersengeld gegeben haben. Und Jungs, ich glaube, ich habe meinen neuen Glückshut gefunden. Zweimal angeschossen, zweimal ja. Bewusstlos. Du bist unkaputtbar, Mann. So, also ich bin soweit ready. Ich bin auch, ich bin energized, ich bin hydrated und ich bin soaked. Ich bin feucht, Alter, jetzt kann's losgehen. Jetzt können wir flutschen lassen. Laufen wir mal unten, wir müssen weiter im Wald rein, ne? Wo? Oh. Ah, ein Ding der Unmöglichkeit wäre jetzt, wenn wir ihn auf die zulaufen würden im Wald. Gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn die uns jagen wollen? Kann ja nicht der Realität entsprechen. Nee. Habt ihr heute mal die Liste gesehen von, was war das, von Langscheid hier, Jugendwort des Jahres? Nee. Nee. Ich hab's auch vergessen, ich fand das ja nicht so lustig. Toll, wo siehst du es dann? Ne, weil das irgendein türkisches Wort war, wo ich gesagt habe, okay, wusste ich jetzt nicht. Aber Fußpilz war auch mit drinne. Für alle, die nicht wissen, Fußpilz ist ein Bier für unterwegs. Ah ja. Alter, das leckt hier heute, was zu Recht ist, Wahnsinn. Ich laufe ein bisschen unten lang. Von hier aus kann man gut durch den Wald sehen. Jo. Ja. Also, ganz ehrlich, ich würde mich noch ein bisschen hinten halten, weil, obwohl, welches Stück ist denn das hier? Ist das schon das, wo das wir nächste. Das nächste muss es sein.
Also da, wo die drin waren. Okay. Also latschen wir unten nochmal lang. Ja, Toni, da unten würde ich nicht lang laufen. Guck mal, da ist gar keine Deckung. Da stehen keine Nordmantanen. Hm. Da stehen nur Krüppelfichten. Ich renn mal bis zum Waldrand und guck dann mal hoch. Sieht aber bis jetzt safe aus. Ja, naja. Gerade eben, oh, ich dachte, die Schlacht ist vorbei. Da hat der Gegner auf einmal die berühmte zweite Luft gekriegt. Naja. So, wie sieht's aus? Rüber? Moment. Moment. Na, Doni. Ja, also ich sehe erstmal keinen. Ich auch nicht. Er dann geradezu mit Waldstück drin gesprintet und dann. Toni läuft schon. Ach so. Beigeht. Jetzt wollen wir nochmal hoch hier oder was? Oder wollen wir von außen die Lage nochmal abchecken? Von außen, erstmal von außen. Also laufen wir weiter. Na, wir lassen uns jetzt nicht nochmal in den Rücken fallen, würde ich sagen, das wäre Quark. Okay. Aber was mich, also regt mich ein bisschen selbst über mich auf, ja, weil wieder mit runtergelassener Hose beim Looten, ja. Na, ihr wart zu zweit sogar noch beim Looten, ne? Ja, ja, das war ja das Geile. Ich hab eigentlich gehofft, wir sind zu dritt da. Nee. Ja, weil, also rein theoretischerweise brauchst du ja nichts, oder, Walle? Oder brauchtest du ja nichts? Ja, ich hätte. Oh, das geht. Also geht da nochmal ran, das ist immer, mit dem Looten ist das immer scheiße. Ja, ich mach das so gerne. Ja, du bist ein kleiner Fast-Blutfascho. So. Ja, ich meine, ich kann mich in brenzligen Situationen zusammenreißen, ja, aber. So, wie verbleiben wir nun? Wir haben jetzt sehr langes freies Feld. Eben. Also. Kurz mal rüber gecheckt hier, ob irgendwas ist. Ich glaube mal zum nächsten. Wollt ihr da rüber rennen oder was? Oder? Ja. Franke rennt schon. Lass uns erstmal rüber gucken. Naja, ich sehe ja nichts. Na, lassen wir, pass auf, er rennt und wir gucken einfach die Waldkante ab, wo die Mündungsfeuer herkommt. Genau. Genau, so macht er das. Dann hier so? Ach nee. Nee, so. So? Erstmal, wisst ihr? Dann zeigen wir da lang und dann so. Und dann wenn Franke tot ist, Facepalm. So. Oh, seid ihr mehr geschossen? Feuer Schuss. Von links! Von links? Auf euch? Nee, ich hab nichts gehört. Ja, der Hügel ist jetzt zwischen, ist ein bisschen doof. Ja. Alle, guck mal, nach rechts, ich renn mal zu der Buschgruppe da. Also ich sehe hier nichts. Kann nichts gehen. Toni, wo bist du? Ich bin hier unten irgendwie in der Tanne irgendwie. Genau, einfach geradeaus zu und dann bin ich hier schon in der Tanne. Gut. Dann bleib ich hier erstmal bei dem Busch. Aber es hätte jetzt auch gut aus dem oberen Teil des Waldes sein können, in dem ich stehe, finde ich. Das hätte ich aber gehört. Zumindest ich. Ah, nee. Ich stehe noch hinten. Ja. Ich kann nicht. Nune? Naja, war es ein Schuss in eure Richtung oder? Nee. Der war einfach nur laut. Naja, dann laut war er einfach nur. Okay. Gut, ich komm. Toni, rück mal durch nach drüben, ich komm dann nach. Welcher? Na du. Na, ich bin jetzt ganz rüber. Nicht so weit Stück, ja, deswegen sag ich, ich halt hier noch kurz Feuerbereitschaft. Gut, bin bei den Tannen. Warte kurz.
Und Zähne zusammen. Und los. Hast du gedacht, dass der vielleicht auf Franke-Toni geschossen hat? Weil, hat die cool gedacht. Ja, ne, das war so die. Wie gesagt, aber nach, vielleicht sieht er, wird er jetzt die sehen da drüben? Also, wir sind jetzt direkt unter der Feuerwehr. Ich kann bis jetzt. Ja, das hier ist erst das Waldstück, Leute. Ja, ja, das ist es. Er ist halt auch gerade gemerkt. Hydralle ist bei mir. Mal eine Zanne weiter hochgehen? Warte mal kurz. Ihr wisst, welche Tanne ich bin? Nee. Na, wenn du geradeaus weiterläufst. Da an diesen komischen Tannen bin ich. Zumindest in meinem Wald. Warte doch, ich sehe ihn. Roter Rucksack? Wie weit seid denn ihr, Alter? Seid ihr schon reingelaufen? Ja, ja. Okay, dann sehe ich dich gerade. Du bist schon weiter als ich. Hä, wir sind am Waldrand. Unten, ne? Ja, unten. Alles klar. Ja, ich komme zu euch. Müsstest du das jetzt... Da ist der Ralle. Da ist Ralle. Da bist du. Fast hat Feuer eröffnet, ey. Wirklich. Mal weiter, aber der andere, der muss auch vorhin auf dem Dach gelegen haben, ne? Von der Feuerwehr übrigens, den ich da erschossen hab. Wollte gerade sagen, ja. Der muss da die ganze Zeit rumgelegen haben. Anke, stehst du hier im Wald? Ja. Alter, hör auf damit. Also Feuerwehr. Feuerwehr könnt ihr nicht. Ah ne, könnt ihr nicht. Also laufen wir ein Stück weiter jetzt. Vielleicht zur Mauer kommen jetzt, ne? Ja, warte mal. Das ist hier jetzt wie so ein Lilliputaner am Pissbecken. Gerade auf Zehenspitzen. Sehen tun wir ja nicht viel. Leider nicht. So, ich schick mal ein bisschen die Mauer ab. Genau, immer ein Arsch im Weg. Okay, hier ist zu Ende der Welt. Danger. Danger, Mike. Ja, von hier sieht man auch nicht so viel jetzt. Nee. Ja, nicht. Ja, nicht ganz. Wollen wir es nochmal riskieren zur Mauer? Ja, irgendwie so, dass wir vielleicht mal was sehen. Ja, oh. Ja. Attack. Wir könnten hier mein Versteck. Gleich hinter der Mauer in das Waldstück drin. Ja, da müssen wir auch von drei Seiten dann gucken. Ich geh mal so ein bisschen nach links Richtung Halle. Ich guck schon voraus. Ich bin an der Mauer jetzt. Hm? Ja, wer rennt in den Wald? Hä? Wir wollen in den Wald. Achso, ja, ich gehe. Ich gehe ja schon. Ist ja nur die Kante, das ist ja praktisch. Ich bin jetzt auch an der Kante. Gut, und ruf. Dann haben gar nicht die aus der Feuerwehr den Typen da vorhin erschossen? Stellt von hinten. Stellt noch 50 Meter um, ne? Du ja. Ja, ja, ich wollte es euch auch nochmal sagen. Ne, ich hab 100 drin wegen Long Range. So. Und nu? Schön heißer hier. Ja, es geht. So schlimm ist es gar nicht. Doch, dass das hier ja nicht so schlecht ist. Findest du?
Naja, auf jeden Fall waren die jetzt nicht mehr in dem Waldstück, das ist schon mal gut. Ja, wir haben da einfach übersehen. Ja, genau. Rübergelaufen. Aua! Also zumindest laufen die, glaube ich, hier immer lang, oder? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben die sie gesagt, gut, die gehen da lang, wir gehen hier lang. Vielleicht hätten wir die auch einfach mal anschnacken sollen. Na nee, aber jetzt mal zurück. Wir haben ja einen Schuss gehört, der definitiv aus der Richtung kam. Hm. Ja, also Feuerwehr, die ist noch heiß, glaube ich. Ja, so denke ich auch. Die ist, glaube ich, nie kalt. Kühlt nie richtig aus. Ich sehe sie gar nicht. Wo ist sie denn? Ja, die ist bin schon ein Stückchen weiter weg. Da ist sie. Jetzt hinterm Feuerwehr. Hinterm Gefängnis. Aber da liegt keiner. Aber, wenn ihr jetzt mal guckt Richtung Feuerwehr oder Richtung Wellblechpalast, ja, rechts davon ist noch ein Waldstück und das geht bis. Ja, bis zur Baracke da. Bis, ne, zur Baracke ran, ja. Ja, ich weiß nicht. Was wollen wir, Jungs, was wollen wir riskieren? Wie weit wollen wir gehen? Da. No. Wenn wir nach vorne, dann müssen wir gut in Bewegung bleiben. Wenn wir stehen bleiben, sind wir am Arsch. Würde ich jetzt behaupten. Also gehen wir erstmal in das Waldstück. Welches? Gegenüber. Mhm. Ich lauf mal vor. Und los. Alter, ich glaube, ich habe mich an der Tanne verlaufen. Na, das sieht ja schon mal was nach was aus, Junge. Seht ihr wenigstens was, wenn ihr langläuft. Wie weit seid ihr? Ja, die Sache ist, ne, jetzt wird's wieder interessant, was von rechts kommt. Ja. Ja, gut. Vorher waren wir eigentlich ganz gut raus da aus der Sache, finde ich. Na, wenn ihr in den Bäumen steht, geht es eigentlich. Aber Hicks steht zum Beispiel nicht in den Bäumen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich in den Bäumen stehe, kann ich nicht zoomen. Das ist kacke. So, in der Baracke steht noch ein Zombie. Respawn. So, ich mach nochmal. Ja, diese Nadelhölzer hier, die machen mich fertig. Ehrlich jetzt? So, Feuerwehrtower habe ich im Blick. Und die Nummer deiner Axt und mach mal bitte den Baum hier vor mir um. Wer? Einer. Mir egal. Hab keine Axt. Irgendeiner, der Toni heißt, würde ich sagen. Hab keine Axt. Okay. Seid ihr jetzt schon im Waldstück? Ne, ich bin noch hier hinter irgendjemand von euch, glaube ich. Ich bin links von dir. Ich weiß nicht, wer es ist, aber hier war noch einer. Also ich bin hier an einer einzelnen Tanne, ja, vor der Straße. Ich seh dich. Ernährt euch mal aus da. Ja, guck hin. Ja, wo ist die Sache, ist wo lang? Also das Waldstück ist hier vor uns. Also willst du da nochmal rein? Bei der Baracke da? Genau. Okay, you know. Das ist da, das kleine. Da, wo du bist, okay. Kleine Stückchen. Da müssen wir, kommen wir von zwei Seiten dann, ne, angegriffen werden. So genau. Ja, oder wir gehen ja einfach geradeaus Richtung Feuerwehr. Hier stehen nur noch ein paar Tannen. Hügel. Ja. Also das wäre mir eigentlich, glaube ich, lieber. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen aufs Gefängnis. Können wir gucken. Ja. Ich laufe mal Richtung Gefängnis. Also wieder ein Stück zurück, oder wie? Genau. Dass wir nicht so sehr in der Mitte sind vom Jensen, oh. Bild. Wäre mir auch ganz lieb. Aber ohne Schmarrn, ich glaube, einer sollte an der Mauer bleiben. Ja gut, aber solange du innen vom Airfield stehst, also bei den Bäumen, geht das eigentlich. Nee. Bäume nerven halt. Hab ich verloren? Nee, ich bin hinter dir. Gut. Also ganz oben auf dem Dach ist keiner. Nee. Wir könnten auch hier auf dieses Wellblech
Scheißgelände gehen. Das geht eigentlich auch, oder? Hm. Weil sind wir eigentlich auch gut geschützt. Aber wenn wir alle drei da drauf sind, dann wird es schnell unübersichtlich. Na, drei Ecken. Jetzt Unterbus, zwei Eingänge. Oder drei. Zumindest können wir über die Mauer ein bisschen gucken. Na los. Also hier rechts, ne? Toni? Ja, ja, ja. Wir gucken nochmal schnell über die Mauer hier. Ja. Wie weit seid ihr, oder? Ich bin jetzt auf dem Wellblechgelände drauf. Okay. Noch an der Mauer. Ich glaube, ich gehe mal in das Waldstück vor der Blechhütte hier. Zwischen Blechhütte und Gefängnis. Wir hängen noch ein Stück hinterher. Das Tür ist zu. Was, Knasttür ist zu? Ja. Das ist verdächtig. Sehr verdächtig. Ah gut, ein Stück vom Tower sehe ich auch. Ich mag gucken. Bisschen zu ruhig hier. Ja, ne? Die Idioten sind uns hinterhergerannt, haben uns nicht mehr gesehen und sind dann einfach weitergerannt in die Richtung, wo sie gedacht haben. Ich bin jetzt mal in Bring mal einen Zombie mit. Wo seid ihr hier auf dem Wellblech? Ich bin ganz hinten in der hinterletzten Ecke, sodass ich die ein Stücke da von der Mauer einsehen kann. Wisst ihr? Ja. Gib ihn. Du schaffst es. Schön. Geil, von hier oben sieht man ja auch viel. Zumindest. Von wo oben? Im Wellblech, zweite Etage. Ehrlich? Sieht man da was? Na, aus die Fenster so ein bisschen. Hier so ein bisschen. Ich kann ein bisschen aus dem Fenster gucken, da ist ein bisschen Scheiße vor, aber... Okay. Wo sind denn die? Die Baracke ist auch noch zu. Ey, da muss bloß einer rauskommen aus der Baracke, den könnte ich sofort abknallen. Ja, ja, ja. Geile Nummer. Ralle, du jetzt nochmal, wo guckst du lang? Richtung Feuerwehr mit Mauer. Na, ich guck schon ein bisschen hinten da lang. Also Feuerwehr sehe ich nicht. Die ist im Schatten hier. Aber Richtung Osten. Naja, Wald, Mauer. Klar. Gut. Ich sehe den Knick, wisst ihr? Ja. Kurz vor der Feuerwehr, den sehe ich. Ich meine, klar, hier könnte sich auch wieder ein Noob von hinten mit einem Feuerlöscher an mich anschleichen, aber... Das passiert dir nur einmal im Leben. Nö. Ist es schon zweimal passiert. Ui. Na, ich glaube, am Hangar war einer. Ja? Welche Seite? Welcher Hangar? Links, na, der erste. In unsere Blickrichtung, aber ich hab's nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Ich könnte nicht hundertprozentig sagen, in welche Richtung. Ich
glaube, das war ein Grafikbug, da taucht die Tanne immer auf und weg. Wenn du denkst, das war ein Grafikbug, dann war das auch ein Grafikbug. Ja? Ja. So viel habe ich schon gelernt hier. Eigentlich siehst du andere Spieler recht gut. Also wenn du ihn siehst. Besser als wie man denkt. Ne? Oh, Zombie! Speck in den Taschen oder was? Ah, die Typen müssen sterben, die haben mein blaues Licht kaputt gemacht. Die Schweine! Entweder ist gleich Server Restart oder... Oder? Nee, geht. Au. Das ist, das ist konisch. Weil jetzt campen wir uns hier gegenseitig ab, finde ich auch ganz doll, muss ich sagen. Na ja, gut, die hatten AK, ne? Keine AK. Aber wir können ja nochmal kackendreist sein. Gelbes Licht habe ich hier. Brauchst du? Was macht das? Gelbes Licht. Leuchtet gelb, Junge. So. Leuchtet gelb. So, wir kommen jetzt wieder raus. Herr Ralle ist wo? Hinter euch. Ne, hinter dem Wellblechpalast ist da so ein Schuppen und dahinter Steg. Ist klar. Kauere mich mit meinem. Bin mal kurz im Wald. Beim Gefängnis. Also bis nach vorne rausgelaufen oder wie? Ja. Oder wat? Oder wat? Gefängnis ist, wie gesagt, noch zu. Oh Mensch, ist langweilig. Mhm. Ah, was Keks oder was Keks nicht? Interessieren wird's mal schon, oder? Die hocken alle im Knast drinne. Oder eine Feuerwehr unten, weil gerade regnet. Ich bin jetzt mal Gefängniskante beim. Ja. Gefängniskante Unterlippe. Ja, Erfeld so halt. Richtung Erfeld. Keinen sehen, wo sind die alle hin? Gefängnis ist noch zu, ne? Ja, gut. Ich laufe mal kurz ein Stück vor. Oh, jetzt habe ich es jetzt raus, richtig. Ist nämlich die Frage, wie viel ist diese Aussage wert? Bin jetzt bei der Feuerwehr? Jetzt hab ich Angst. Die hängen bestimmt noch in dem Waldstück, würde ich mit euch wetten. Und die liegen oben. Nee, das glaube ich nicht. Messer hätten sie schon geschossen, wa? Ja. Okay. Kommst du wieder zurück, Toni? Ja. Wollt ihr mich verarschen? Sind die nicht mehr da? Dann sind die wirklich nach hinten weggelaufen. Ich würde sagen, waren die auch gerade auf dem Weg nach hinten. Kann ja, das sein. Kann hoch sein. Das ist ja alles nicht. Ich würde sagen, Leute, wir gehen mal nach hinten und gucken uns aus dem Wald. Da müsste auch ein Waldstück sein, das Zeltlager mal ein bisschen an. Ja. Und da hinten muss ja auch nochmal ein Knast sein. Ja. Gucken wir mal, vielleicht sind die da, die Noobs. Dann gehen wir jetzt hier auf dem Gelände bis zum letzten Hangar und dann rechts. Da ist ein Waldstück. Also auf dem Gelände richtig ruf, also auf dem Hangar Gelände. Erfried Gelände. Wir sind ja jetzt hier. Wir gucken jetzt einfach hier Richtung letzten alles Hangar. Alles klar. Genau. Ja, klar. Jetzt ist mein Adrenalin ein bisschen weg, das kotzt mich ja ein bisschen an, wa? Ja, ne. Ich kann ja mal schnell die Baracke noch looten, dann kommt's wieder. Ja. Ich bin im Baum hinter dir. Jo. Falls irgendwas Verdächtiges passiert, bin ich da. Kurz warten, ich hab mal einen Rucksack. Grün. Ihr seid noch an der Baracke oder wie? Ja. Ja. Okay. Bin schon an der Kante zum Hangar.
Kertsch. Genau. War nichts drin. Doch, ich hab diesen SKS-Strip mitgebracht. Strip, nicht Strip. Beatloader, quasi. Das ist sehr gut. Hallo. Hoi. Position. Hoi. Rechts neben euch. Hä? Oder seid ihr gar nicht? Böse. Böse. Du bist besser, wenn wir jetzt doch schon in den Wald drin gehen. Angst. Oder noch mal hinter der Mauer? Müssen wir eigentlich nicht. Okay. Aber ich geh mal bis zur Mauer und guck mal, ob ich rüber gucke. Ich gucke. Guck mal. Was sagten die Hintertür vom Knast? Knast ist zu. Ja, genau. Ich meine, kann ja gut sein, blöd sind die auch nicht. Der andere Knast war aber auch noch zu, ne? Ich habe auch hinten reingeguckt, die andere Tür war auch noch zu. Also ein Blick. Die haben sie denn nicht mehr getraut und haben Panik ausgelockt, oder? Pass auf, ich laufe jetzt einfach mal hin. Wir haben keinen getroffen, die kommen bestimmt wieder. Ich laufe jetzt einfach mal. Ich nehme ein Seil mit. Nee, scheint noch zu sein. Looted das Ding. Nee, die Türen sind offen. Also zumindest oben. Ja, hatte ich gesagt. Also wo ich eigentlich gar nicht weiter gucken war. Ja. Oder, naja, ich riskiere es. Vielleicht finden wir das Seil. Schüsse? Schüsse, ja. Hinten von... nicht schlecht, ey. Links, naja, wieder von der... Ja. Aus Richtung Feuerwehr. Ja. Aber hört sich gut an, oder? Echt, ich hab gar nicht gehört. Bei mir ist eine Dose aufgegangen. Das ist bei mir die ganze Zeit. Ihr habt einen Eingang vorne? Nee. Nö. Aber da ist keiner. Meinst du, die stehen unten drin in der Feuerwehr? Ja, vielleicht sind die auch hintergelaufen jetzt, gerade da, wo sie ballern. Wäre mal ein schöner Einsatz für eine Handgranate. Schön oben durch Oberlicht. So, ich komm jetzt raus. Kann ich raus? Ja. Ja, ja. Auf alle, was rauskommt, wird sofort geschossen und Kreuzfeuer. Und danach kommt einfach nur über Teamspeak oder hier über Ingame Voice einfach nur ein schlichtes Sauber. So, den habe ich ja gesehen hier. So. Wir dralle weiter. Jawohl, Herr Kaloy. Da steht noch ein Zombie vor der Ehrenbuchte, ne? Vom Zeltlager. Nix sehen. Dann sind die Donner in der Feuerwehr, die Feigen. Ne, ich denke mal, die sind zu anderen gegangen, zu den anderen Gefängnis da, wo die Baracken sind. Das würde passen jetzt vielleicht von der Zeit her. Meinst du? Ganz hinten ist auch noch ein Zombie. Ganz hinten bei denen, also wahrscheinlich war da noch keiner. Vielleicht. Ganz ehrlich, ich würde nicht, aber ich würde da jetzt auch nicht hingehen, looten auf das Feldlager, weil das ist halt doch ziemlich offen. Wie weit seid ihr? Bin hier beim Zombie. Okay, ich bin auf einer Linie mit euch und weiter hinten im Wald. Dude, also bleiben wir im Wald, gehen wir nicht auf Feldlager. Nach. Und rüber. Eine
jetzt würde ich an der Mauer langlaufen. Jo. Oh. Oh, draußen kommt ein Zombie angelaufen. Was, von draußen? Ja. Na, was soll's? Nee, der ist erst draußen gelaufen. Achso. Hier ist er. Sag ich. Da kommt er, der Zombie. Ich mach. Ja, ich geh schon mal um die Ecke gucken. Du komm. Warum sind die so lahm, ey? Da bär ich auf. Was haben wir überhaupt? Ihre Lungen sind nicht mehr die besten. Könnte sein. Putz. Grüße. Guck mal. Jetzt haut sie ab. Tschüss. Ja, jetzt hat sie ihren. Ihre Mitte gefunden quasi. Ja. Alle, da vorne kommt einer. Ist ne. Nöra. Der ist nicht ganz glatt. So, jetzt sind wir hier. Na, wie fängt das noch? Wieder mitnehmen, wo wir schon sind? Wald, meinst du? Ja. Ja. Den kürzesten Weg oder rechts die Straße lang? Na, einfach hier mitten durch, oder? Also eigentlich müssen wir jetzt links rüber hier, oder? Ja. Wir können ja mal von der anderen Seite rankommen. Was sagen wir, die werden da auch langlaufen. Könnten wir jetzt hier rechts ein bisschen im Wald? Also das würde ich schon sagen, das glaube ich nicht. Dass die da sind, oder was? Hm. Ich glaube es bitte auch nicht. Mal die Schüsse aus dem anderen Knast. Ja, darauf schließen lassen, dass sie da waren. Aus der Feuerwehr, meine ich. Ja. Sind da bestimmt drinnen, stehen die ganze Zeit an der Ecken und gucken nur so, wisse? Warten auf ihre beiden Kollegen. wir sind jetzt gerade im Berenzino. Komm jetzt hochgelaufen, pass mal auf unseren Loot auf. Schmeiß meine Waffen raus. Naja, kannst du glauben, da. Die Waffen fallen ja zum Glück von alleine raus. Jetzt. Ach so, stimmt ja, genau. Da war ja was. Hier die Kaserne sollten wir zu unserer Baracke ausbauen, denn. Ja, war. Bitte, das hier hinten gefällt mir das. Boah, das einzige Problem ist, du siehst die Gegner nicht großartig kommen. Ich hab einen Zombie. Einen Zombie. Ich möchte ja ungern schießen. Wo denn? Hm. Ja. Ich mach. Und bleib in Bewegung, Junge. Ja, ich bleib in Bewegung. Hey. Bäm! In den Kopf! Kleines Miststück! Doch, also, sie sind doch drinnen, die Türen noch zu. Ne? Zombie bei dir alle? Ja, ja, ich sehe. Hab ich gesehen. Mich schnell verbinden. Leute? Ja. Gut. So, Break? Halle? Break, ja. Break, ich würde ne? sagen, wir machen erstmal ein. Liebes Publikum, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut, denn die Gefahr scheint außer Sicht. Aber natürlich, sobald wie die Action wieder losgeht, sind wir wieder da. Heißt halt nochmal dabei sein, nochmal frei sein, fahrt zurück, Spaß kurz 5 Mark. Jo, bis später denn, ne? Bis später, tschüss. Tschüss mit Ö.